Weitere Beschädigungen an Raumstation entdeckt. Es scheint nun wohl festzustehen, dass es sich bei den Beschädigungen an der Raumstation nicht um einfache Schlamperei oder Nachlässigkeiten handelt, sondern um gezielte Diversionen. Die jetzt gefundenen neuen Beschädigungen schließen aber aus, dass ein Mitglied der Besatzung hier irgendeinen Anteil hat. Zum einen wurde festgestellt, dass der Druckabfall, der von amerikanischen Astronauten entdeckt und gemeldet worden war, bereits einige Tage andauerte, bevor man das Loch entdeckte, welches mit einem Schraubenzieher verursacht worden war. Wäre das Loch durch ein Mannschaftsmitglied verursacht worden, wäre es zu einem sofortigen Druckabfall gekommen. Anscheinend ist das Loch auf der Erde entstanden und die Masse, die zum Verschließen des Loches benutzt wurde, löste sich im Kosmos langsam auf. Nun meldet TASS, dass die Mannschaft weitere Beschädigungen an Außenanlagen der Station entdeckt habe, die auf keinen Fall von irgendeinem Besatzungsmitglied verursacht worden sein können.